Willkommen zurück, meine lieben Freunde, zu einer neuen Folge Kingdom Come Deliverance. Ja, wo waren wir in der letzten Folge stehen geblieben? Das wüsste ich auch gerne. Nein, war nur Spaß. Wir haben dem Pfarrer seine Salbe gebracht. Hat mies lang gedauert und war mies aufwendig, aber dafür wissen wir jetzt, wer hier... Wir sollen diesen dreckigen Ring immer noch besorgen, ne? Optional bringen den... Also... Scheiße, wir müssen auch nochmal gucken. Ich hab's komplett vergessen. Also ich sag's euch ehrlich, ich hab's komplett vergessen. Gelobt sei Jesus Christus. Gelobt sei er. Gott behüte dich. Da sind die Chroniken. So. Wo ist er denn? Der hinkende Heinz. Der wurde auch tatsächlich so bezeichnet in... Da. Tonda, ein Bauerngehilfe aus Vlasch. Schem sagte am Kar-Samstag unter Folter aus, gemeinsam mit Heinz aus Uschütze, auch hinkender Heinz genannt, Bildstöcke gestohlen zu haben. Auch gestand er auf dem Weg nach Thalmberg den Vogt, um 5 Pferde und Kostbarkeiten in Wert von 5 Groschen erleichtert zu haben. Wobei auch ein Heinig, genannt Stinker, zu geben gewesen sein soll. Er gab außerdem an, sich auch weiterhin in Gesellschaft des besagten Heinigen in den Wäldern um Ladetschko aufgehalten zu haben. Tanda wirft für den Diebstahl ein Ohr abgeschnitten. So, wir suchen nach einem Tonda aus Schim... Ja, ich muss aufhören, die Scheißtreppe runterzufallen. Ja, kannst du mir... Ah, der wird mir nicht helfen. Sag nicht. Hör doch auf, die Dreckstreppe runterzufallen, Junge. Du hast eine scheiße Rüstung an. So. In Wäldern bei Ledetschko. Müssen wir uns bei Ledetschko durchschlagen, durchfragen. Weil dieses Ort Schimmig oder sowas, keine Ahnung, weiß nicht, wo das ist. Also es hat zumindest keinen Namen, zumindest soweit ich das auf der Map sehen kann. So. Dann wollen wir mal. Würde mich nämlich auch mal interessieren. So. Komm schon, lade. Wozu habe ich so einen guten PC? Damit du dich lädst, oder was? Ich glaube, wir bleiben jetzt einfach in dem Ladebildschirm. Jo, das bleibt so. Okay. Gut. Real Talk, das lädt nicht. Ja, okay, dann ist es sehr schnell geladen. So. Möge Gott über dich in diesen finsteren Zeiten wachen, werter Herr Ritter. Benötigst du etwas? Warum sind die alle so dreckig? Ich suche nach einem Kerl, der Stinker genannt wird. Himmel, wer kennt Hinek nicht? Hinek? So heißt er. Ich bezweifle, dass ihm sein Spitzname besonders zusagt. Das bezweifle ich auch. Wo könnte ich ihn finden? Versuch's beim Haus der Seinigen, wenn du die Nerven hast. Der alte Gerber ist ein Griesgram. Was kannst du mir über diesen Hinek sagen? Was ich dir sagen kann? Er ist nicht sonderlich beliebt. Keiner will mit ihm reden. Warum nicht? Ich tratsche nicht gern, aber er soll zwielichtige Gestalten kennen.
Wie ist der Gerber so, Ineks Vater? Je seltener ich ihn zu Gesicht bekomme, desto besser. Nicht die beste Gesellschaft. Warum wird er eigentlich Stinker genannt? Was denkst du denn? Weil er ein Gerber ist. Deshalb. Stell dir vor, du hast einen Beruf. Die Leute nennen dich dann einfach Stinker. Warum mögen ihn die Leute nicht? Der alte Gerber ist kein einfacher Mensch, aber ein Sohn sollte seinen Vater nicht enttäuschen. Hinek hilft ihm nicht, weil er immer viel zu beschäftigt ist. Will gar nicht wissen, womit. Und redet wirklich keiner mit ihm? Diese Metze Adela gibt sich natürlich mit ihm ab. Eine Metze? Arbeitet als Zubermädchen im Badehaus. Ist dasselbe. Ah ja. Dann viel Glück. So, wir brauchen Booking Infos. Gott sei mit dir. Möge Gott über dich wachen. Oh, jetzt muss ich den Typen selber finden. Ah, sprich mit der zugewandten Badehaus. Das könnte ja interessant werden. So, gucken wir mal, ob wir uns nicht ein paar Krankheiten im Badehaus abholen können. So eine eklige Scheiße. In finsteren Zeiten über dich wachen, werter Herr Ritter. Benötigst du etwas? Angeblich triffst du dich mit Hinek, dem Sohn des Gerbers. Und wenn schon? Bist hier, um mich zu bekehren, was? Weil ich ein loses Weib bin, das respektable Männer verführt? Himmel, nein! Du scheinst nur die Einzige im Dorf zu sein, die sich mit Hinek trifft. Deshalb habe ich mich an dich gewandt. Wohl wahr. Ich habe ihn schon oft gesehen. Aber ich wüsste nicht, was ich dir über ihn sagen könnte. Wo kann ich Hinek finden? Ich habe ihn seit einigen Tagen nicht mehr gesehen. Oh. Er muss sich wieder in den Wald davon gemacht haben. Kommt das öfter vor? Gelegentlich. Was zum Teufel führt er dort im Schilde? Ich weiß nicht. Ah, die weiß was. Er geht gelegentlich in den Wald? Da ist doch was faul. Was meinst du? Dagegen gibt es doch kein Gesetz, oder? Mit all diesen Strauchdieben, Kumanen und weiß Gott welchem Abschaum in der Gegend ist das nichts, was ein redlicher Mann tun würde. Aber Hinek hat auf keinen Fall etwas mit diesen Leuten am Hut. Ach wirklich? Was treibt er dann dort? Ich gehe nicht davon aus, dass er Pilze sammelt. Ich weiß wirklich nicht, was du von mir willst. Dann ist Hinek eben seltsam und geht manchmal in den Wald. Na und? Wann hast du ihn zuletzt gesehen? Vor ein paar Tagen. Er kam spät am Abend zu mir. Besoffen. War das ungewöhnlich? Ich habe ihn nie viel trinken sehen. Er kam immer nüchtern zu mir. Also benahm er sich an diesem Abend eigenartig? Ja. Ich hatte das Gefühl, dass er sich vor etwas fürchtet. Er hörte nicht auf zu schwatzen und hatte keine Lust auf... Naja, du weißt schon. Also warf ich ihn raus. Seitdem habe ich ihn nicht zu Gesicht bekommen. Erinnerst du dich daran, was er an jenem Abend sagte? Oh, das weiß ich nicht. Er redete von einem Kerl namens Lubosch, der gestorben war. Und er bedauerte, dass er mitgemacht hat, sagte aber nicht, worum es ging. Und dass es das Geld nicht wert gewesen ist.
Genau. Und dann redete er von dem Geld. Das war sehr merkwürdig. Was hat er über das Geld gesagt? Nur, dass er einen Haufen hinterm Haus versteckt hat. Aha. Was hast du dazu gesagt? Was sollte ich sagen? Er war besoffen. Er faselte, dass ich eine feine Magd wäre und andere Dirnen nicht mal für Geld mit ihm gehen würden. Und wenn ich wollte, könnte ich sogar die Hälfte nehmen und gehen. Oder er würde mit mir kommen und wir könnten heiraten und so. Nichts als Unsinn. Hast du dort nachgesehen? Nein. Ich habe Besseres zu tun. Bestimmt hat er sich das nur ausgedacht. Wie würde ein Tagedieb wie er schon zu Geld kommen? Ja, ich verstehe. Hat er dir gesagt, wo genau er es versteckt hat? Er sagte, er habe es bei der westlichen Ecke der Häuslerei seines Vaters vergraben. Gut, hab Dank. Ist das wahr? Was? Dass andere Dirne nicht mehr für Geld mit ihm gehen? Die anderen Zubermärkte sind bieder, also weiß ich es nicht. Ehrlich gesagt tat er mir leid. Die Leute mögen ihn nicht und das nur, weil sein alter Herr ein Griesgram und Gerber ist. Also tat er dir bloß leid? Wir sind beide sowas wie die schwarzen Schafe hier. Mehr ist da nicht zwischen euch? Nein, mehr nicht. Vielleicht denkt Hinek anders. Aber so ist es eben. Möge Gott über dich wachen. Sehr merkwürdig. Sehr merkwürdig. Upa. Was willst du? Du hast hier nichts zu schaffen. Da bin ich doch glatt in eine private Hütte gestippert. Gott sei mit dir. Benötigst du etwas? Ja, tatsächlich. Gott behüte dich. Nee. Dürfen wir nicht ins Badehaus gehen? Ach, die wäre auch die, mit der ich... Ach, Kacke. Möge Gott in diesen finsteren Zeiten über dich wachen, werter Herr Ritter. Benötigst du etwas? Ja. Ein verkacktes Bett. Natürlich. Für wie lange? Eine Nacht. Nur die eine Nacht. Gut. Bezahlung im Voraus. Das ist ziemlich viel. Können wir verhandeln? Machen wir 1.7. Weil du es bist. So kriegst du mich nicht rum. Du hast das Zimmer ganz für dich. Keiner wird dich stören. Wo ist mein Bett? Schlafen. Das ist leicht. Sobald du reinkommst, ist am Ende des Raumes zur Linken eine Tür, die zur Schlafkammer führt. Dort ist bereits alles für dich vorbereitet. Alles gut. Bin gleich damit zurück. Oh mein Gott, wenn ich... Das heißt, wenn ich irgendwo Sachen lagere, dann werden die automatisch transferiert. Wie geil. Oh mein Gott. So, Sekunde. Ach, Kacke. Ich habe Escape gedrückt, um das Inventar zu öffnen. So, jetzt wählen wir das aus. Zack, 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 zack. Damit Ritterrüstung schläft sich nicht gut. Und dann schlafbar. Ach, Kacke, ich... schlafen, genau. So. Ich öffne die Truhe.
So, bis 9 pennen wach. Gute 13 Stunden kann man auch mal machen. Aber 70% Komfort, da hatten wir schon Schlechteres. Für 2 Groschen eine Hütte, da war so ein Strohbett auf dem Boden. Ja komm, leck mich. Quest begonnen, ist dein Freund bis in den Tod? Oh. Ja, dann fragen wir, wie es Matthias geht. Ich dachte schon, die wären jetzt gestorben, ey. Boah, kurz Angst gehabt. Ah ja, ich hab dich spawnen gesehen, Pebbles. Was hast du dazu zu sagen? Wir noch den alten Gerbermeister. Also Herr Gerber. Gelobt sei Jesus Christus. Ich suche deinen Sohn. Irgendeine Idee, wo er stecken könnte? Ich weiß überhaupt nichts. Weißt du wenigstens, wohin er für gewöhnlich geht? Es ist wichtig. Inek lässt sich alle Jubeljahre mal zu Hause blicken. Also weiß ich nicht, wo er sich rumtreibt. Und selbst wenn ich's wüsste, warum sollte ich's jedem Hinz und Kunz erzählen? Hüte deine Zunge, Bauer. Ich bin ein Gesandter des Herrn Ratzig Kobilla. Schluss mit deinen Ausflüchten. Du sagst mir jetzt auf der Stelle, wo dein Sohn ist. Entschuldige, falls ich dich beleidigt habe, junger Herr. Aber ich weiß trotzdem nicht, wo er steckt. Tauchte vor einer Weile beim Haus auf und verschwand kurz darauf fluchtartig. Und du weißt nicht, wohin er gegangen ist? Ach. Was? Na, pass auf, mir ist klar, dass der Bursche eines Tages am Galgen endet. Aber ich bin noch immer sein Vater. Du kannst nicht verlangen, dass ich meinen eigenen Sohn verpfeife. Wenn dir sein Leben lieb ist, bete lieber, dass ich ihn finde. Denn ich bin nicht der Einzige, der nach ihm sucht. Das kommt wenig überraschend. Und wenn schon. Wenn dich Herr Ratzig schickt, gibt's nur eins, das Hinek erwartet. Der Galgen. Tatsächlich ist er nicht in Gefahr. Wir wissen nicht, ob er mit den... Womöglich gibt es einen Ausweg. So muss es nicht enden. Wenn Hinek kooperiert, kann er seinen Hals retten. Also beruhigt hast du mich nicht, aber zur Hölle damit. Ich sag dir, was ich weiß. Also gut. Er war vor ein paar Tagen hier, ist aber sofort wieder weg. Sah aus, als ob er es eilig gehabt hat. Und du weißt nicht, wohin er gegangen ist? Ich habe eine Vermutung, aber ich weiß nicht, wohin genau. Ich verstehe nicht. Inek verdient mit der Wilderei was nebenher. Er hat ein paar Mal vor mir geprahlt, was für ein tolles Versteck er in den Wäldern entdeckt hat. Aber er hat mir nie verraten, wo es ist. Nun, das ist zwar nicht viel, aber besser als nichts. Danke. Hast du denn keine Vermutung, wo sich dieses Versteck befinden könnte? Ich weiß wirklich rein gar nichts drüber. Wusste nur, wann er von dort gekommen ist, mehr nicht. Wie das? Weil er immer ein paar Felle zum Gerben und Münzen mitgebracht hat. Er hatte Geld, weil er das Zeug sofort weiterverkauft hat? Schätze ja. Hat nie was von der Beute hier gelassen. Weißt du, wem er sie verkauft hat? Nein, aber der Schankwirt kam ab und an vorbei und gab ihm Geld. Natürlich hätte es für Fleisch sein können. Gut. Ich frage beim Gasthaus nach. Geh. Und wenn er wirklich tief in der Scheiße steckt, versuch bitte, ihn zu finden. Hey. Suchst du nach mir? No.
Geh. Und wenn er wirklich tief in der Zeit ist, so bitte, ihn zu finden. Was ist los mit dir? Okay, er weiß anscheinend, dass hier Geld versteckt ist, sonst würde er nicht so... Irgendwie überhaupt noch eine Schaufel? Doch nicht, die haben wir... Wir haben die Schaufel irgendwo liegen lassen. Okay, er folgt mir. Das hat wahrscheinlich etwas damit zu tun, dass er weiß, wo das Geld ist. Oder dass sie nicht wollen, dass ich das Geld finde. Ich gehe auf jeden Fall erstmal noch zum Schleifstein und dann ist die Folge auch schon beendet. Händlerin. Guten Tag. Wie kann ich helfen? Ach. Gott behüte dich. Das ist doch eine Händler. Ach. Ja, Schmied. Gelobt sei Jesus Christus. Gelobt sei. Mach's gut. Hast du eine Schaufel? Da ist eine Schaufel. 12 Tacken, das geht. Ach, okay, gut. Sekunde. Kopf raus. Da öffnen, Inventar öffnen. Ins Inventar, ins Inventar. So. Hier verkaufen wir den ganzen Scheiß jetzt gegen eine Schaufel. So, und du gibst mir jetzt erstmal die Schaufel, Bro, und dann durch Flakon. Kettenhemd, Lottenkeln, Schutzhaube. Mehr nicht, ne? Falschen wir mal eben noch. Besprechen wir den Preis. Ist gut. Ist das genug? Darauf würde ich fast einschlagen. Fast. Weil du es bist. Nicht schlecht. Senke deine Ansprüche noch etwas und wir sind uns einig. Na gut, einverstanden. So, und jetzt lagern wir die Schaufel direkt bei unserem Pferd ein. Zack. Was haben wir denn hier? Was haben wir denn hier?
So. Die Satteltasche damit. So leicht habe ich noch nie 115 Groschen verdient. Also, ich würde die Folge jetzt bei der Stelle auch beenden. In der nächsten Folge kümmern wir uns darum, dass wir in den Wald kommen. Oder ich gehe noch zum Schleifstein. Da ist der Schleifstein. So. Das Blut ist gereinigt, die Rüstung generell auch. Ich setze mich auf meinen lieben Pebbles. Und wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Bis dahin, meine Freunde. Ciao, ciao.